Wir haben den Eingang. Graben Sie sich ein und errichten Sie Befestigungen, Leutnant. Die Pioniere brauchen Zeit, um alle Sprengladungen zu platzieren. Merkt das schon. Kurz den retten. Problem ist natürlich, wenn der Gegner in die Nebelwand reinfährt. Okay, ob wir das schaffen, ist eine andere Frage. Obwohl, hier wird ziemlich schnell befestigt. Schaffen wir aber trotzdem nicht. Eben weil hier schon wieder neue Einheiten sind. Dahin. Dahin. Und hier den engen Gang einmal. Komm, mach mal hier so. Bringt aber nichts. Hat ihn ein bisschen angekratzt, das war's. Okay, wir wollen erstmal die Stellung sichern. Ganz einfach. Wir gehen jetzt stellungsweise vor. So, hier konnten wir schon was retten. Das heißt, wir werden weiter vorrücken. Ich gehe jetzt nochmal wieder auf Tanks only. Obwohl, das haben wir die letzten Missionen überhaupt nicht gemacht. Ja, dann gehe ich nicht wieder auf Tanks only, sondern mal auf Tanks only. Wieso macht ihr den nicht kaputt? Der steht mitten in euch drin. Ich brauche Panzerabwehrinfanterie. Ich sehe hier keine gegnerische Infanterie, das heißt, wir werden nur mit Panzerabwehrinfanterie vorrücken. Weil das, man sieht, wir müssen jedes Mal neu anfangen. Wir haben jetzt hier einen kleinen Erfolg, wow. Bringt das was? Panzerabwehrstellung schießt? Ja, bringt kaum was. Das ist auch noch los. So, wir wollen erstmal gucken, dass wir hier überall was gebaut kriegen. Ich weiß nicht, ob sie da langkommen, aber einfach mal versuchen. Die Kommandopunkte können wir gerade eh nicht besser einsetzen. Los, Heat. Ich will meinen schweren Panzer nicht verlieren. Das ist blöd. So, da steht eine Stellung. Ausgezeichnet, Leutnant. Die Pioniere sind drin. Stellung. Sie müssen die Stellung halten, bis unsere Pioniere die Sprengladungen platziert haben. Die Norweger werden alles einsetzen, was sie haben, aber sie dürfen nicht durchstoßen. Verstanden? Sakol 1, Ende. Molaschenko Nasjasi. Meine Späher melden umfangreiche Truppenbewegungen nahe des Stützpunkteingangs. Das dürfte ein heftiger Kampf werden, Genosse. Oh, oh. Das ist genau das, was wir gerade nicht gebrauchen können, weil wir nur geschwächte Einheiten haben. Hier stehen auf jeden Fall zwei Panzer. Die stehen da einfach so rum und na, machen nichts. Das ist schön. Das ist echt schön. Nicht. So, meine Infanteristen. Sprintet mal dahin. Sobald wir hier fertig sind, geht's ab nach Hause. Okay. Hier ein bisschen weiter nach hinten. Sakol 1 an Malaschenko. Bericht. Gavarit Malaschenko. Hier ist es ziemlich ruhig. Sporadische Angriffe, aber nichts Ernstes. Der Feind konzentriert die Angriffe auf Romanow und den Stützpunkteingang. Ich fordere Verstärkung bei Ihnen an, falls nötig. Verstanden, Genosse Oberst. Gerade ist richtig die Post hier an der Romanow, brennen Sie die Wälder in der Umgebung ab, damit die Norweger keine Deckung mehr haben. Die Wälder in der Umgebung abbrennen. Okay. Nur noch ein paar Minuten, Leutnant. Ein paar Minuten? Ja, ihr seid doch irre. Wie soll ich denn das machen? Blöd, Mann. Okay, wir können jetzt wenigstens in unserer Basis, wie man so nennen kann, Einheiten anfordern. So, haben wir hier Sakol 1 an Romanow. Die Pioniere melden, dass die Hälfte der Sprengladungen platziert ist. Okay. Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Ja, ihr müsst jetzt die Stellung hier verstärken. Sie machen das gut, Romanow. Halten Sie den Feind zurück. Orlovsky ist echt ein Aufmunterer. Also, der macht das ganze Spiel. Erobern Sie die Position zurück, Romanow. Hier ist Sakol 1. Die Pioniere sind fast fertig, Romanow. Es dauert nicht mehr lange. Sag mal, was machen die denn hier? Sind die denn nicht mal was? Wie langweilig. Okay. Die kümmern sich gerade wirklich um unsere Infanterie. Das ist für uns ein Vorteil. Die Flakstellung kümmert sich um den Helikopter. Das ist ein weiterer Vorteil.
wäre dafür, dass wir Helikopter bekommen. Der Eingang muss gesichert werden, bis die Pioniere fertig sind. Sie müssen das Gebiet weiter sichern, Leutnant. Okay, wir gehen wirklich nur auf Infanterie jetzt. Bombe. 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 Anfordern. Okay. Es wird gerade wirklich schwierig. Das gebe ich zu. Und das ist erst Z4. Das heißt, 5 und 6 müssen wir nochmal dreifach und fünffach beschweren. Das ist echt so, Leute. Das Spiel, das fordert einem echt was ab, auch sehr schwer. Die erste Mission, das war Pipifax. Da kann man sich vom Schwierigkeitsgrad nicht beeindrucken lassen. Okay, wir holen uns diese Stellung mal. Holen uns währenddessen neue Infanterie. Diese Einheit ist gefallen. Ja, ja, ja. Einziges Ziel ist gefallen. Einheit getötet. Okay, hat euch nicht fertig. Abgeschlossen. Die Pioniere haben den Eingang geräumt. Sprengung erfolgt in 3, 2, 1, jetzt. Juhu. Okay, das war's mit Basis und so. Oder sollen wir jetzt da rein? Ja, die Mission war ja, dass da drin gearbeitet werden soll. Die Kommandozentrale wurde zerstört. Ein Bomber wurde zu den Ölplattformen vor der Küste geschickt. Ausgezeichnete Arbeit, Leute. Aber es gibt leider auch schlimme Nachrichten. Jede Malaschenko, was gibt's Neues? Die NATO hat offenbar ebenfalls ein paar Angriffe durchgeführt. Lassen Sie Ihre Männer zum Flugzeug zurückkehren. Offiziersbesprechung beim Hauptbrückenkopf in 20 Minuten. Dann sage ich mehr. Sakol 1, Ende. Das ist eine einzige Umweltverschmutzung, mehr nicht. Okay, wir konnten ein Sekundärziel nicht erreichen. Ich hasse mich dafür. Oh Gott. Durch die Zerstörung der Flak-Kommandozentrale haben wir dazu beigetragen, einen Korridor für unsere schweren Bomber zu öffnen. Jetzt können wir ungehindert Ziele im Atlantik und im Norden von Großbritannien angreifen. Der Sieg für unser großartiges Land dürfte damit sicher sein. Ja, wir haben noch uns die normale Mitleidsmedaille verdient. Militärleistungsmedaille für ihre Teilnahme an der erfolgreichen Vorstoß in feindliches Territorium wird ihnen die Militärleistungsmedaille erste Klasse verliehen. Oder der ersten Klasse verliehen. Ja, ich bin gerade wirklich enttäuscht deswegen. Es tut mir leid, Leute. Naja, auf jeden Fall, das war Set Nummer 4 von World in Conflict und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.